Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu JavaScript. Heute haben wir was Großes vor und zwar wir wollen dynamisch neue Elemente in unserem HTML-Code erstellen, also zum Beispiel einen neuen Paragraphen oder einen neuen Link oder sonst irgendwas Neues da reinpacken, während das Ganze gerade mal läuft. Das ist ziemlich krass, wird aber teilweise mal benötigt. Sagen wir mal, ihr habt irgendwie eine Datenbank. Und denkt mal an YouTube, ihr habt eine Datenbank und dort wird dann was abgefragt und es muss natürlich auch noch irgendwie erzeugt werden. Und dann möchte man zum Beispiel über JavaScript einen neuen Paragraphen machen mit der Videobeschreibung, die der User da angegeben hat und so weiter und so fort. Und das muss natürlich alles zur Laufzeit generiert werden. Man kann ja nicht schon vorher wissen, was da alles drin steht. Ja, dazu gibt es eben genau dieses Modell hier. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, jetzt malen wir auch ein bisschen. Und zwar, wenn wir uns das Ganze jetzt mal angucken, hier, ich habe das extra schon so aufgeteilt, das war Absicht, dass ich das so eingerückt habe. Wir haben hier nämlich sozusagen eine Baumstruktur so ein bisschen. Das ist ein umgekehrter Baum, das ist ein Informatikerbaum, aber ist nicht so wichtig, ist auch nicht so schlimm. Und zwar, wir machen jetzt hier mal Folgendes. Wir haben hier oben als allererstes Element das HTML-Element, okay? Das heißt, wir haben hier HTML, also diesen Tag HTML. Im Prinzip steht Document an allererster Stelle, Document, und dann bekommen wir HTML als nächstes Element. Also Document ist einfach das ganze Dokument und davon haben wir Zugriff auf ein einziges Element, denn es gibt nur ein einziges Element, das wirklich den kompletten Code umfasst. Doctype muss man davon absehen, das gehört nicht dazu, aber das Element ist HTML und es geht von da, Zeile 3 bis Zeile 24, einfach komplett runter. Das heißt, wir sehen hier HTML. Okay, so, in HTML drin stehen jetzt aber zwei Elemente, und zwar einmal Head und einmal Body. Also, wir haben hier zwei Elemente, ich mache das mal ein bisschen größer hier. So, HTML, dann haben wir hier den Head und den Body. Ich mache hier gerade mal noch so ein Strichchen. Bisschen länger. So, Body. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier eine Verzweigung und deswegen Baum, weil es sich eben so verzweigt, wenn ihr das Ganze so auf dem Kopf anguckt, dann sieht es aus, als hättet ihr jetzt hier so gerade einen Baum. Das hier ist die Wurzel, beziehungsweise HTML ist die Wurzel und hier geht es ins Geäst sozusagen und wir haben hier so eine Verzweigung. Ja, der Name ist nicht ganz so einleuchtend, aber es funktioniert. Okay, wenn wir uns den Body angucken, den Head ignorieren wir jetzt mal weiterhin. Der Body enthält erstens mal ein Div und in diesem Div sind dann mehrere Sachen, aber wir wollen ja nur wirklich die äußeren, also die nächsten äußeren, also den Div und diesen Paragraphen Para 2 hier unten. Okay, also hier haben wir wieder zwei, einmal den Para 2. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Para 2, weil wir ja zwei Paragraphen haben, damit wir wissen, von welchem ich rede. Aber im Prinzip steht hier wirklich nur ein P für Paragraph. Und wir haben als nächstes den Div 1, also den Container Nummer 1 hier. So, das nächste ist die Headline, also innerhalb unseres Containers die Headline und der nächste Paragraph ohne irgendwas. So, sieht dann folgendermaßen aus. Wir haben hier bei Para 2 nichts mehr drin und hier in unserer Div haben wir sowohl ein P, das ist alles, mehr haben wir hier nicht, als auch eine H1, die eigentlich Headline heißt, aber da wir nur eine haben, kann ich sie auch gleich H1 nennen. Okay, und das ist so ein bisschen die Struktur von unserem kompletten Code. Und warum brauchen wir das Ganze jetzt? Naja, wir wollen auf Kinderelemente, nennt sich das Ganze. Wir wollen auf Child-Elemente oder auf Parent-Nodes zugreifen. So, was ist jetzt ein Child und was ist ein Parent? Naja, wir nehmen jetzt hier uns einfach mal zufällig diesen Body raus. Der Body, sagen wir jetzt einfach mal, ist es Parent. Naja, jedes Elternteil hat auch Kinder. In dem Fall gibt es nur ein Elternteil und das hat sogar zwei Kinder. Okay, aber keine Zwillinge, keine Sorge. Und zwar, das Kind von Body ist Para 2. Na, warum kann ich das nicht zeichnen? Achso, ja, ich darf ja nur in dieser Auswahl drin sein. Ah, egal. Das Kind von Body ist Para 2 und Div 1. Das sind die beiden Kinder von Body. Das bedeutet aber auch von Para 2, das Parent ist Body. Und von div1 ist das Parent auch Body. So. Und das Parent von P, jetzt dürft ihr mal kurz selber nachdenken. Naja, ganz einfach, div1. Das Parent von H1 ist auch div1. Und die Kinder, Achtung, es gibt mehrere Kinder, aber nur eine Parent-Node,
Es gibt immer mehrere, oder es muss nicht mehrere Kinder geben, aber es kann mehrere Kinder geben. Zum Beispiel im Fall von Document haben wir nur ein Kind, aber es könnten ja mehrere sein, denn HTML hat ja zum Beispiel auch zwei Kinder. Div hat auch zwei Kinder, nämlich P und H1. Und das sagt mir schon mal wieder, meine Kinder sind in einem Array drin, wohingegen mein Parent ist tatsächlich einfach nur ein normales Element. Okay, mit diesem Wissen könnten wir jetzt weitermachen. Und zwar hier zum Beispiel sagen wir, wir gehen mal in diese Main-Event hier rein. Das schiebe ich jetzt einfach mal hier rein, auch wenn es nicht wirklich Sinn macht. Und hier in Main-Event mache ich jetzt einfach mal Folgendes. Das nimmt jetzt auch kein Element mehr. Mein Event ist jetzt einfach eine Standardmethode. Wenn ich hier draufklicke, dann passiert irgendwas so. Also das heißt, ich muss mal wieder auf meine Überschrift klicken, damit ich diese Funktion ausführe. Finde ich eigentlich ganz angenehm, weil dann wird es nicht sofort ausgeführt. Man hat ein bisschen Zeit, noch nie mehr zu reden. Könnt ihr aber machen, wie ihr wollt. Okay, ich snack mir jetzt hier eine Variable b für Body. Und die kriege ich über document.body. Den gibt es in jedem Code. Immer, immer, immer. So. Jetzt kann ich von meinem Body aus weiter navigieren auf meine Kinder vom Body. Das heißt auf Para 2 und auf Div 1. Also, Para 2 bedeutet, es ist mein erstes Kind, denn es steht ja weiter oben. Ne, halt, stopp. Div 1 ist das erste Kind und Para 2 ist das zweite Kind. Ich habe es falsch schon mal hingeschrieben, nicht so cool. Genau, also weil das eine eben weiter oben steht und das andere weiter unten. Das heißt, ich kann jetzt hier hergehen und sagen, B. Oder ich speichere sie mir in einer Variablen x, ist gleich b. Weil wir eben in b den Body drin stehen haben. Und jetzt sagen wir hier, wir hätten gerne die Child Nodes. Child Nodes ist ein Array. Das heißt, ich habe jetzt hier auch wieder, wie bei Get Elements by Tag Name oder sowas, habe ich jetzt hier auch wieder mehrere Elemente drin. Und in meinem Fall sind das jetzt hier alle Kinder von Body, das bedeutet Div und P, also diese beiden hier. Und jetzt machen wir einfach mal Folgendes: wir machen window.alert und sagen, wir hätten ganz gerne x an der Stelle 1. Achtung, wir fangen wieder bei 0 an zu zählen. 0 wäre das Div, 1 wäre jetzt der Paragraph. Das Div kann ich nicht so toll ausgeben, deswegen sage ich jetzt hier, ich hätte ganz gerne x an der Stelle 1, also meinen Paragraphenpunkt inner HTML, was ich ausgeben möchte. So, jetzt laden wir das Ganze einfach mal neu und wir sehen hier, wir bekommen. Ah, ich kann doch den Div ausgeben und ich habe sogar den Div ausgegeben, obwohl ich es eigentlich nicht mal wollte. Aber okay, ja, mir ist gerade was entfallen und zwar, teilweise ist es bei den Child Nodes ein bisschen komisch, wenn wir hier nämlich, ja, wenn wir hier zum Beispiel einen Kommentar reinpacken, also sowas hier. Das ist ein Kommentar, bis ich das Ganze wieder beende. Und hier kann ich jetzt irgendwas reinschreiben. Hier irgendwas. Dann wird es auch als Kind für mein Div angesehen. Das ist ein bisschen ein Problem. Mag ich persönlich nicht so sehr. Ich hätte es lieber, wenn nur die Tags erkannt werden würden. Aber zum Beispiel könnte ich ja hier auch tatsächlich sowas reinschreiben, ohne einen Paragraphen drum zu machen. Also sowas wie ABC oder sowas. Sieht dann folgendermaßen aus. Das wird ja auch abgebildet hier in meinem Div drin und es verändert sogar die Schrift und alles. Und deswegen ist hier tatsächlich dann sogar, ja, in meinem Div zum Beispiel das erste Kind wäre hier der Text ABC und dann eben das hier. Und es ist immer Text dazwischen, zwischen den einzelnen Elementen sozusagen. Das heißt, hier zwischen Body und Div habe ich Text, dann kommt der Div und dann habe ich Text zwischen dem Div und dem Paragraphen P und dann kommt der Paragraph und dann kommt nochmal Text, bis der Body zu Ende ist. Das heißt, da ist immer nochmal Text dazwischen, weil ich ja hier irgendwas dazwischen schreiben könnte. Das ist mir gerade entfallen, deswegen hier x an der Stelle 0 wäre Text, also in unserem Fall müssten wir jetzt hier über Body gehen, wir hatten ja gesagt, wir nehmen Body. Das heißt, ich schreibe jetzt hier einfach mal ABC rein. Entschuldigung. Und wenn ich jetzt hier das ABC in mein Body reinschreibe, dann kann ich natürlich hier kein inner HTML ausgeben, aber ich kann einfach x an der Stelle 0 ausgeben. Dann aktualisiere ich das Ganze und wir sehen, dass es hier Object Text ist. Okay, wenn ich jetzt also mein Div haben möchte, muss ich x an der Stelle 1 nehmen, dann kriege ich den Div. Da kann ich auch sowas wie inner HTML offensichtlich aufrufen, weil ich dann komplett alles ausgebe, was in meinem Div drin steht.
Hier, das wird alles ausgegeben. Sieht zwar nicht so schön aus, aber mein Gott, ist halt so, ne? Hier wird komplett alles ausgegeben. Und wenn ich jetzt tatsächlich meinen Paragraphen 2, wie es eigentlich geplant war, ausgeben möchte, dann muss ich rechnen oder ziemlich gut nachdenken. Und zwar, hier zwischen habe ich Text. Das heißt, das ist die Stelle 0. Die Stelle 1 belegt mein Div. Die Stelle 2 wird von einem Text belegt. Die Stelle 3 ist mein Paragraph. Die Stelle 4 ist wieder Text. Das heißt, die Stelle 3 ist die, die ich möchte. Also Stelle 3, Punkt inner HTML. Also quasi immer die Ungeraden sind tatsächlich Elemente, die Geraden sind, sind dann ganz Object-Text, ganz normal sozusagen, ohne irgendwelche Sachen zwischendrin. Aber Vorsicht, sobald ihr einen Comment habt, ändert sich das natürlich. Also sobald ich jetzt hier einen Kommentar reinmache, ist mein Kommentar an Stelle 0, dann kommt Text und so weiter und so fort. Okay, jetzt wird erstmal ausgeführt. Das ist ein bisschen kompliziert, ich weiß. Genau, jetzt haben wir hier Paragraph 2 stehen und das ist eben genau das, was hier unten passiert ist. Okay, so, jetzt noch die andere Richtung, die ist ein bisschen leichter. Einfach mal das Parent ausgeben. Ich gehe hier in mein Event rein und ich sage, ich hätte ganz gerne document.getElementById und zwar mit der ID, was hätte ich ganz gerne? Headline. So, und jetzt sage ich hier einfach, ich habe es B genannt, B ist doof. Ich möchte x, Achtung, jetzt brauche ich hier kein Dings mehr. Ich möchte x, Punkt, und jetzt kann ich einfach sagen, ich hätte ganz gerne meine Parent Node. Parent Node. So. So, jetzt gehen wir nochmal kurz in unseren HTML-Code. Was ist denn die Parent Node von meiner Headline hier? Oder wir gehen in das hier. Naja, meine Headline hat als Parent, ich habe schon umrandet, zufälligerweise die Div. Das heißt, ich kann hier sagen, okay, wenn ich jetzt hier aktualisiere, dann kriege ich ausgegeben HTML-Div-Element. Das ist korrekt und so sollte es natürlich auch sein. Parents gibt es wie gesagt nur eins, Kinder kann es beliebig viele geben. Okay, das ist mal alles, was ihr zur Navigation mit Parents und Children wissen müsst. Nächstes Mal geht es dann darum, wie wir dynamisch neue Objekte hier einfügen können in unseren Code und ja, quasi über JavaScript neue Elemente. Okay, das war's für heute und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!